بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alles Lob gebührt Allah Azza wa Jal, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah machen wir weiter in unserer Reihe über die Sahaba und die Sahabiyat, über die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und werden heute inshallah über die Mutter der Gläubigen reden, über die wahrhaftige Tochter des Wahrhaftigen, die wahrhaftige Siddiqa bintu Siddiq, die wahrhaftige, die Tochter des Wahrhaftigen, die Ehefrau des Wahrhaftigen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über die Rechtsschule, über die Lehrerin der Gelehrten, über die Gelehrtin des Islam, über die edle, reine, gottesfürchtige, über die wahrhaftige und ehrliche, die Lehrerin der Großgelehrten, über das Vorbild und das Idol aller Gläubigen, für Männer und für die Frauen, für Männer und für die Frauen. Sie ist im Haus des Islams, des Islam geboren und aufgewachsen. Und im Haus des Islam verstorben. Sie wurde erzogen von den besten Menschen nach den Propheten und Gesandten. Und sie hat zusammengelebt mit den besten Menschen und mit dem besten Geschöpf, sallallahu alaihi wasallam. Und wir werden inshallah natürlich heute über Aisha radiallahu anha reden, denn sie ist As-Siddiqa bintu As-Siddiq, die wahrhaftige Tochter des Wahrhaftigen. Und wie gesagt, inshallah werde ich versuchen, es einigermaßen kurz zu halten. Ihr wisst ja, man kann über die Sahaba nicht nur ein oder fünf oder zehn Unterrichte machen oder Vorträge halten, sondern Dutzende. Aber wir versuchen inshallah in einer kurzen Zeit einige Hadithe zu erwähnen und ein bisschen von ihrem Leben zu erzählen, sodass wir sie inshallah lieben lernen und die Liebe vergrößern. Und wallahi, so wie die Sahaba so sehr gefreut haben über einen Hadith, den Hadith, den ihr kennt, als einer der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er hatte große Sorgen. Und er sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, wie ist das, wenn wir ins Paradies kommen sollten, aber deine Stufe wird höher sein als unsere Stufe? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Al-mar'u ma'a man ahab, der Mensch wird am Tag der Auferstehung mit demjenigen sein, den er liebt. Und die Sahaba haben sich über keine Sache so sehr gefreut, so sehr sie sich gefreut haben, als sie diesen Hadith hörten, dass sie am Tag der Auferstehung mit denen sein werden, die sie lieben. Und sie liebten natürlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar. Und deswegen ist es auch der schönste Hadith, den wir hören und der uns die frohe Botschaft gibt, dass wir sie inshallah, wenn wir sie wahrlich lieben und als Vorbilder und Idole nehmen, dass wir inshallah sie auch treffen werden, inshallah, und sehen werden. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith überliefert von bei Bukhari und Muslim, sagte er zu Aisha radiallahu anha, Allah azza wa jal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha radiallahu anha, Allah azza wa jal, ließ mich dich im Traum sehen, dreimal. In einer Überlieferung zwei oder dreimal. Aber in dieser Überlieferung sagte er, Allah azza wa jal ließ mich dich, Aisha, dreimal im Traum sehen. Und ein Engel kam zu mir und sprach und sagte zu mir, dies ist deine Ehefrau. Und wiederholte es, dies ist deine Ehefrau. Yani Allah azza wa jal hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, Aisha radiallahu anha zu heiraten. Und
natürlich bekannt, dass sie, Aisha radiallahu anha, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam über alles geliebt hat. Nicht über Allah azza wa jalla, mehr als Allah, so wie der Bruder gerade sagte, aber sie liebte ihn yani sehr, sehr, sehr viel und über alles. Und subhanallah, und wie sollte es sonst sein, wenn man nicht den Prophet sallallahu alaihi wa sallam über alles liebt, wen sollte man dann sonst lieben, subhanallah. In einer anderen Überlieferung, überliefert von Amr ibn al-As radiallahu anhu, wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt, welchen Menschen liebst du am meisten? Und er sagte, er erwiderte, Aisha radiallahu anha. Und dann fragte man von den Männern, und er sagte, ihr Vater, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und da sehen wir auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem seine erste Frau Aisha, Khadija radiallahu anha, starb, dass er danach von allen Frauen Aisha radiallahu anha am meisten liebte. Und weil die Sahaba dieses wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Aisha am meisten liebt, haben sie dann gewartet. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte natürlich dann bei seinen Frauen, man muss ja die Nächte aufteilen, gerecht aufteilen zwischen den Frauen. Und dann haben sie ihre Geschenke immer dann gebracht, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Haus von Aisha war. Ja, damit seine Freude am größten ist, weil yani, so sozusagen sein schönster Tag ist, Wallahu alam, yani, so ungefähr. Haben sie immer darauf gewartet. Das ist auch überliefert in einem Hadith, glaube ich, auch bei Bukhari und Muslim. Wallahu alam, doch bei Bukhari und Muslim ist er überliefert. Da haben sich nämlich was? Da haben sich alle Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen bei Umm Salama radiallahu anha. Und haben sich dann beschwert. Sagen zu ihr, schau, die Leute, die bringen immer die Geschenke zum Haus von Aisha am Tag von Aisha radiallahu anha. Und wir wollen ja auch, dass es gerechter aufgeteilt ist, dass die Menschen ihre Geschenke egal wohin bringen. Nicht extra aufbewahren, bis der Tag von Aisha kommt, damit sie dem Propheten die größte Freude machen oder eine besondere Freude. Nein, dass die sollen, wenn die etwas schenken wollen, sollen die, egal wo er gerade sich befindet, ihm etwas schenken. Und dann haben sich bei Salama beschwert, und Salama radiallahu anha sollte dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und sich beschweren und ihm dies ans Herz legen. Yani. Und dann hat sie das auch getan, als der Prophet zu ihr kam, als ihr Tag kam und er bei ihr zu Hause war. Dann hat sie ihm gesagt, oh Gesandte Allahs, so und so und so, die Frauen beschweren sich. Und da hat der Prophet nicht geantwortet. Beim zweiten Mal hat er nicht geantwortet. Und beim dritten Mal hat er dann geantwortet und er sagte zu ihr, oh Umm Salama, sag nichts gegen Aisha radiallahu anha, denn ich habe bei keinem von euch, also bei den anderen Frauen, bei keinem von euch Offenbarung, also bei keinem von euch kam mir die Offenbarung von Allah azza wa jal, während ich yani, in ihrer Nähe war oder yani, auf Arabisch ungefähr mit ihr unter einem Tuch war, yani, das heißt mit ihr ganz nah körperlich auch war, bei keinem kam mir Offenbarung, außer bei Aisha radiallahu anha. Deswegen sagen wir nichts gegen Aisha. Und dann bei einer anderen Überlieferung, auch bei Bukhari und Muslim überliefert, haben sie sich einmal getroffen und haben sich bei Fatima radiallahu anha beschwert, die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sich dann bei ihr beschwert, und sie kam dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat sich dann auch wiederum beschwert für die Frauen und wollte für sie ein Wort einlegen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner Tochter radiallahu anha gesagt, oh Aisha, liebst du nicht denjenigen, den ich liebe? Dann sagte sie, doch, o Gesandte Allahs. Dann hat er zu ihr gesagt, schau, ich liebe diese Frau, so liebe sie auch. So musst du sie auch lieben. Und fertig ist die Geschichte. Und dann hat sie, und dann ist es ja nie dabei bei dieser Sache geblieben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die haben sich natürlich nicht einfach so beschwert, weil sie Hunger nach Geschenken waren, und du willst nicht, dass einer, ein kranker Mensch falsch denkt. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die haben zum gleichen Zeitpunkt das schönste Leben gehabt, weil sie den schönsten und besten Menschen